Du kannst dir die Anzahl der Wirbel nicht einprägen. In diesem Video gibt es Eselsbrücken und einen Merkspruch, wie du das ein für alle Mal langfristig und sicher einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video geht es eben darum, wie du die einprägen kannst, wie viele Hals-, Brust- und Lendenwirbel es jeweils gibt. Es wird zum einen öfters gefragt und ist natürlich Grundlage, entweder du weißt schon so, dann brauchst du das Video nicht anzuschauen, aber du hast sicherlich auf dieses Video geklickt, weil du eben vielleicht das noch nicht weißt oder vielleicht ganz gern die Infos mal verwechselst und durcheinander bringst. Ja, vorab, wie viele Halswirbel, Brustwirbel und Lendenwirbel gibt es eben? Halswirbel gibt es 7 Stück, Brustwirbel 12 und Lendenwirbel, weißt du vielleicht schon, 5. Jetzt gibt es zum einen den einfachen Merkspruch, dass du es dir so merken kannst, um 7 Uhr für 7 Halswirbel gehst du frühstücken. Brustwirbel gibt es 12, um 12 Uhr isst du zu Mittag. Und um 5 Uhr für die 5 Lendenwirbel gehst du Abendessen. Also um 7 Uhr frühstücken wegen den 7 Halswirbeln, um 12 Uhr Mittagessen wegen den 12 Brustwirbeln und um 5 Uhr gehst du vielleicht Abendessen wegen den 5 Lendenwirbeln. Okay, ich habe bei so Geschichten oft das Problem, ich komme dann durcheinander, ich kann mir die Geschichte eigentlich gar nicht einprägen, weiß dann nicht mehr, was jetzt 7, 8 Uhr, was doch 18 Uhr, 8 Uhr, ich komme dann durcheinander und weiß nicht mehr wirklich und dann habe ich wieder das gleiche Problem, als hätte ich die Merkgeschichte oder diese Eselsbrücke gar nicht gekannt oder mir eingeprägt. Deswegen die zweite Option, wie du dir es auf andere Art und Weise auch noch einprägen kannst, damit du ein für alle Mal dir das jetzt einprägen kannst. Und zwar für die 7 Halswirbel könntest du dir vorstellen, nach unserem Zahlbildsystem, da mache ich dir auch gerne mal den Link zu unserem Video rein, wo ich das Zahlbildsystem ein bisschen erkläre, wie man sich eben Zahlen im Medizinstudium allgemein einprägen kann. Also, Halswirbel, 7 Stück, wie kannst du dir das einprägen? Die 7 könnten die 7 Zwerge sein. 7 wegen 7 Zwerge, es gibt eben 7 Stück davon und du könntest dir vorstellen, wie dieser 7 Zwerg in deinem Hals steckt und du kaum Luft bekommst und den vielleicht verschluckt hast und der zappelt da innen drin herum. Und so 7 für 7 Zwerge für die 7 Halswirbel. Ja, vielleicht kennst du es schon, die 7 Zwerge stammen aus unserem Zahlbildsystem, dass wir eben jede einzelne Ziffer in ein Bild umwandeln und damit uns dann Konzentrationen, Zahlen, wie auch immer einprägen können, wie eben in diesem Fall auch die Zahl 7 für die 7 Halswirbel. Ich verlinke dir mal noch ein Video, da siehst du weitere Beispiele zu diesem Zahlbildsystem und wie du eben andere Zahlen dir im medizinischen Kontext ganz einfach und eben auch langfristig einprägen kannst. Okay, dann geht's weiter. Brustwirbel, 12 Stück. Entweder du stellst dir vor, da oben auf deiner Brust balanciert vielleicht eine Eierschachtel, wo ein Dutzend, also 12 Eier drin sind und die rollen vielleicht herunter über deine Brust, zack, und fallen herunter oder zerbrechen. Oder du stellst dir vor, wie eben diese Eierschachtel hier balanciert und du das ausbalancieren musst, dass eben nicht die 12 Eier, dieses Dutzend Eier herunterfällt. Alternative wäre, du könntest dir eben nach unserem Zahlbildsystem vorstellen, 1 und 2, also die 12, dass die 1 ein Gewehr darstellt. Ein Gewehr ist wie ein Strich, wie eine 1, die kann man einfach auch als Strich schreiben. Und die 2 ein Geier darstellen könnte. Der Geier hat vielleicht so einen gebogenen Hals wie eine 2. Und damit könntest du dir jetzt auch eine kleine Mehrgeschichte auf der Brust überlegen. Vielleicht kommt aus der einen Brust ein Gewehr heraus und dieses Gewehr ballert herum. Und hier auf deiner anderen Brust hatte ich vielleicht der Geier reingebissen und zum Glück, mit der rechten Brust, mit dem Gewehr erschießt du vielleicht den Geier und bist so erlöst von dem Schmerz, weil er dich in die andere Brust gebissen hat. Was du dir da überlegst, kannst du dir selbst überlegen. Das waren jetzt eben mal einfach spontane Beispiele. Je verrückter, das hast du schon öfters gehört, je emotionaler, je brutaler, je lustiger vielleicht diese kleinen Szenen sind, umso besser und umso einfacher und langfristiger kannst du es dir einprägen. Okay, Lendenwirbelsäule. Lendenwirbel gibt es ja wie viele? 5 Stück, genau. 5 ist die Hand. Und jetzt kannst du vielleicht dir vorstellen, deine Lendenwirbel tun weh und du langst dir vielleicht mit der Hand an den Rücken oder du massierst dich eben mit der Hand, mit den 5 Fingern, deswegen die Hand für die Ziffer 5 und massierst dich da schön oder kannst dir auch vorstellen, wie die Hand aus der Lendenwirbelsäule herauskommt und dich packt. Und so hast du es eben mit der Lendenwirbelsäule verknüpft und kannst es so merken, okay, die 7 Zwerge im Hals, du wirst dir einfach nicht mehr vergessen, versuchst dir auch zu visualisieren wirklich, das hilft dann dir, das besser dir einzuprägen und eben, dass es sich wirklich einbrennt und du es nicht irgendwie groß auch wiederholen musst. Okay, und so konntest du eben merken, mit den 7 Zwergen, die im Hals stecken, für die 7 Halswirbel, die 12, das Dutzend Eier, das du auf der Brust balanciert hast oder die 1, 2, also das Gewehr und der Geier für eben 1, 2, für 12 an der Brust und dann eben hast du dir noch als letztes vorgestellt, die 5 Lendenwirbel mit der Hand, mit den 5 Fingern hast du dich da vielleicht massiert oder was immer du dir dazu eben überlegt oder vorgestellt hast. Und so
war jetzt ein kleines Beispiel, wie du dir eben solche Ziffern eben im medizinischen Kontext recht einfach einprägen kannst. Du hast jetzt vielleicht noch andere Themen, noch andere Lerninhalte, wo auch Zahlen vorkommen, dann mach es einfach auch so, nach unserem Zahlbildsystem, wandel einfach die einzelnen Ziffern oder Zahlen in Bilder um und verknüpf die oder mach dir eine kleine Geschichte zu dem eigentlichen Lerninhalt, ja, was du dir einprägen möchtest. Funktioniert bei Konzentration und so weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst auf jeden Fall nie wieder vergessen, wie viele Hals-, Brust- und Lendenwirbel es gibt, und versuch das gerne auch mal bei anderen Themen oder anderen Ziffern, die dir über den Weg laufen im Studium, einfach mal anzuwenden und auszuprobieren. Und wenn du sonst noch Themenwünsche hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten unterstütz uns oder mich gerne, indem du einen Daumen nach oben gibst, uns abonnierst, gerne das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du auf jeden Fall kein neues Video mehr mit Eselsbrücken, Tipps zum Lernen, zu Lerntechniken, und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut, ciao!